So, dann können wir uns ja mal wieder über Amerika unterhalten mit Herrn Rutschke und Herrn Clausen. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen auf Lager an euch. Erstmal wollte ich gerne wissen, wenn Sie Austauschschüler wären, Herr Rutschke, wo wären Sie lieber? In New York, Los Angeles oder Cottonwood, Minnesota? Wahrscheinlich Cottonwood, Minnesota. Das klingt so ein bisschen wie Melsungen. Und in Melsungen bin ich in die Schule gegangen und hätte mich wahrscheinlich in Cottonwood, Minnesota nicht so verloren gefühlt. Also weil es mehr so wäre wie zu Hause. Ja. Man wäre zwar über den großen Teich gefahren, was meine Mutter nie erlaubt hätte, aber wenn man dann da war, wäre es doch irgendwie so gewesen wie zu Hause. Aber dann kann man ja auch zu Hause bleiben. Ja, ja, aber da wäre man ja nicht in Amerika gewesen. Na, das stimmt. Ne? Ja.